2 und jetzt hören wir mal Frau 1. Frau Präsidentin, vielen Dank, Herr Mutlu. Ich gebe aber zu, dass es mir heute ein bisschen schwerfällt, über diesen Antrag zu reden, in dem es um Kinder und Jugendliche geht, nachdem heute Nacht die Koalition ihren Asylkompromiss zusammen beschlossen hat. Und es ist ein schwarzer Tag zumindest für jene Familien, die darauf warten, zu ihren Angehörigen nach Deutschland ziehen zu können. Und das beschließt eine Koalition, die ständig den Wert von Familie hochhalten will. Und ich finde, das ist ein Armutszeugnis. Nach einer UNICEF-Studie aus dem Jahr 2014 sind 70% der asylsuchenden Kinder und Jugendlichen unter 10 Jahre alt. Das sieht bei denen, die auf Familiennachzug derzeit warten, ganz sicher nicht anders aus. Kinder brauchen ihre Familien. Und welches Recht haben wir, ihnen das zu verweigern? Keines. Nun haben Sie sich in die Nacht um die Ohren geschlagen, um auszuhandeln, wie es gelingen kann, Asylsuchende davon abzuhalten, nach Deutschland zu kommen. Bei der Frage nach der besseren Integration und eines besseren Bildungszuganges waren Sie nicht so erfolgreich. Das aber wäre wichtiger gewesen. Denn weder der Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz noch die Durchsetzung der Schulpflicht ist heute in den Bundesländern, in den meisten Bundesländern, zeitnah gesichert. Aber alle Kinder haben die gleichen Rechte, gleich wo sie geboren sind. Und darum finde ich es richtig, dass der Antrag der Grünen die Bildungsfrage umfassend angeht. Denn nur ein gutes, gut ausgestattetes Bildungssystem wird für alle Kinder und Jugendlichen, wird gleiche Bildungschancen auch für alle ermöglichen. Und auch nur ein gut ausgestattetes Bildungssystem wird die große Integrationsaufgabe leisten können. Aber das bundesdeutsche Bildungssystem ist nicht gut darauf vorbereitet. Die Fakten sind im Antrag fast alle benannt. Auch die allermeisten Forderungen unterstützen wir. Weitere finden Sie in unserem Antrag vom September des vergangenen Jahres. Gute Bildung auch für Geflüchtete. Davon ist bis heute nichts überholt. Zum Beispiel haben wir dort etwas ausführlicher die Forderung aufgemacht, eben die interkulturelle Bildung als Bestandteil in die Lehrerbildung aufzunehmen und auch eine stärkere Integration des Faches Deutsch als Zweitsprache. Etwas kritisch sehen wir die Hoffnung auf solche Institutionen wie Jugendberufsagenturen. Da sind wir skeptisch, zumal wenn sie dann nicht anders funktionieren als Jobcenter für Jugendliche. Auf einen Punkt möchte ich noch etwas umfassender eingehen. Die Grünen fordern in ihrem Antrag die gesetzliche Verankerung eines Rechtsanspruches auf einen Ganztagsplatz in Kita und Tagespflege. Diese Forderung teilen wir, und das seit Jahren. Wir wissen, wie schlecht es um die Ganztagsplätze im Bereich der Kinderbetreuung bestellt ist. Bundesweit, am allermeisten im Westen. Und dann erinnere ich mich an die Top-Meldung der Bundesregierung am Anfang dieses Jahres. Bundesprogramm Kita Plus. Und ich finde, es ist das falsche Signal. Möglicherweise wird es manchen Eltern und manchen Familien als eine Lösung erscheinen, dass nun die Randbetreuungszeiten, die Wochenendbetreuung und notfalls auch eine 24-Stunden-Kita möglich ist. Aber können Sie das sich ernsthaft vorstellen, Ihr Kind zum Schlafen in die Kita zu bringen? Ich nicht. Wieso eigentlich soll sich der Lebensrhythmus von Kindern an den Arbeitszeiten der Eltern orientieren? Eine kinderfreundliche Gesellschaft würde das genau andersherum machen. Und deshalb hätte ich es gut gefunden, wenn Sie statt dieses Programmes einen Rechtsanspruch auf eine ganztägige Betreuung im Gesetz verankern. Die Möglichkeit haben wir ja, wie es die Länder Sachsen-Anhalt und Thüringen im Übrigen getan haben. Dort gibt es den Anspruch zumindest für 10 Stunden. In anderen Ländern gibt es das nicht. Dies wäre ein richtiges Signal gewesen, auch die Randbetreuungszeiten besser hinzubekommen und damit auch die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Das ist der Weg, den wir gehen müssen und nicht die Tatsache, dass man Kinder dann abgibt, wenn man gerade im Schichtdienst ist. Und ansonsten finde ich, muss man die, und ansonsten hören Sie bis zu Ende zu, und ansonsten muss man an der Stelle auch einen Rechtsanspruch verankern, dass Eltern, die Kinder in diesem Alter erziehen, die das Recht haben, ihre Arbeitszeit entsprechend zu gestalten. Und damit könnten Sie die allermeisten dieser Fälle auch tatsächlich lösen. Ein paar geht nicht, bei einigen wenigen geht es nicht.
Und da findet man dann andere Lösungen. Was Sie jetzt machen, ist ein Signal auszusenden, wir sorgen dafür, dass Eltern verfügbar sind, wann immer das Unternehmen es benötigt, und die Kinder werden in der Zeit betreut. Und das halten wir für grundsätzlich falsch. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, wir haben an dieser Stelle noch viel zu diskutieren. Und gerade bei diesem Punkt wird deutlich, dass es noch nicht im Bewusstsein ist, dass der Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz ein Rechtsanspruch auf frühkindliche Bildung ist und nicht auf die Aufsicht in Abwesenheit von Eltern. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Als nächster Redner hat Karamba Diaby von der SPD-Fraktion das Wort.